Cloud Rider heißt die erste Single von Paul Kalkbrenners neuem Album 7. Das Video ist der Anfang einer Trilogie. Der Protagonist, der US-Teenager Florian, hört gerne elektronische Musik, doch keiner teilt seine Leidenschaft. Für den Dreh tut sich Kalkbrenner mit der preisgekrönten Werbeagentur Droga 5 zusammen. Dann kamen die mit dieser Idee, doch am besten so eine Art Mega-Paul-Kalkbrenner-Fan einfach in den USA dort mal rumgehen zu lassen, um die Musik dort etwas näher zu bringen. Das neue Album ist Kalkbrenners erstes auf einem Major-Label. Seine letzten Platten veröffentlichte er in Eigenregie, trotz vieler Angebote von Plattenfirmen. Doch die wollten ihn nur in Deutschland vermarkten. Irgendwann gab es dann aber doch mal einen Kontakt zu dem internationalen Sony und da wurde dann lange hin und her verhandelt. Und als es dann auch noch hieß, dass ich mich eventuell sogar bei denen aus dem Archiv bedienen dürfte, da ist mir die Entscheidung doch relativ leicht gefallen. Bin doch wohl der Erste, der das darf. Seine Beute aus dem Archiv hört man im Refrain von Cloud Rider. Der Gesang stammt vom US-Duo D-Train. You're the One for Me heißt das Original aus dem Jahr 1981. Das Faszinierende an dieser Vocalspur war, dass man ja, wenn man im Studio sitzt, man kann ja dort, gerade wenn jemand gerade im Timing ungenau gesungen hat, man kann das ja alles gerade ziehen, da musste ich tatsächlich nichts machen. 2008. Die Hauptrolle im Kinofilm Berlin Calling macht ihn schlagartig bekannt. Als DJ Icarus durchlebt er Höhen und Tiefen in der deutschen Techno-Metropole. Auch der Soundtrack wird ein Erfolg. Sky and Sand, die gemeinsame Single mit seinem Bruder Fritz, bleibt über 2 Jahre in den deutschen Charts. Ein Rekord. Im Film spielt der Musiker die Rolle so gut, dass viele nicht mehr wissen, wer ist Icarus und wer ist Paul. Na, ich bin ich, obwohl wir natürlich nichts dagegen unternommen haben, dass viele Leute auch gerade direkt so 2009 nach dem Film auch gar nicht wussten, wer ist hier, wer, Icarus, Paul, was? Der tritt einfach nur sozusagen aus der Leinwand raus, weil die Visuals waren ja so noch Berlin Calling und steht dann da und spielt halt auf einmal die Musik. Paul Kalkbrenner wird europaweit gefeiert und spielt bis zu 150 Konzerte im Jahr. Bei Auftritten arrangiert der 38-Jährige seine Stücke neu. Deshalb mag er es auch nicht, als DJ bezeichnet zu werden. Da habe ich mir eine Zeit lang drüber aufgeregt und so, aber man kann es eh nicht allen erklären, dass man jetzt eben kein DJ ist und jetzt eben live spielt. Aber ab einem gewissen Punkt ist es mir auch relativ egal geworden. Trotz des vollen Tourkalenders veröffentlicht er weiterhin Platten. 2012 schafft es sein Album Guten Tag in mehreren Ländern Europas in die Charts. Hier die Auskopplung Das Gezabel. Ganze 3 Jahre später erscheint jetzt sein neues Werk mit dem Titel 7. Hat mir ja wieder mal viel Zeit genommen im Gegensatz zu den beiden davor. Es ist einfach vielschichtiger. Für die letzten beiden hatte ich jeweils nur 3 Monate. Und da hört man ein bisschen. Feed Your Head heißt die 3. und neueste Single vom Album. Darin gesampelt der Gesang des 60er-Jahre-Hits White Rabbit von Jefferson Airplane. Der Clip dazu beendet die Videotrilogie. Ob Florian sein Happy End findet, das heißt, ob Paul Kalkbrenners Musik auch in den USA ankommt, bleibt offen.